Holla, holla, wir warten alle hier, meine völlig hinten dran, Monsieur. Schön der Reihe nach. Sie kommen auch dran. Das Ende ist hinten. Da kann ja jeder kommen. Dieser Ausländer. Ja, ja. Ach, die Rede vom Marschall Pétain. Zwischen den Beauftragten der französischen Regierung unter Marschall Pétain und den Bevollmächtigten der deutschen Reichsregierung sind die Verhandlungen über den Waffenstillstand zum Abschluss gekommen. Anlässlich dieser historischen Stunde hat Marschall Pétain eine Rede gehalten, die in Kürze in vollem Wortlaut über alle Radiostationen wiederholt wird. Die Sendung geben einzeln den genauen... Hallo, Tom! Hitler und Marschall Pétain haben Frieden geschlossen. Habt ihr gehört? Naja, ja, misch dich nicht in Männerangelegenheiten, ich komm gleich. Nee, das hier muss ja auch sein. Wer bloß ein bisschen schneller machen würde. Rücksichtslosigkeit! Die friedliche Einigung der beiden großen Feldherren, Marschall Pétain und Adolf Hitler, bedeutet den Frieden für unser Land. Vive la France! Im Dreck sitzen wir! Im Dreck, im Dreck, im Dreck, im Dreck! Es lebe Frankreich, Monsieur, und es lebe der Marschall! Oh, wir haben zwar den Krieg verloren, aber den Waffenstillstand gewonnen. Du vielleicht! Im Namen des Marschalls, Sie sind verhaftet. Geben Sie die Tasche her. Na los! Die Tasche! Hände hoch! Musst du schon wieder verrückt spielen? Jetzt ist endlich Schluss mit den Demütigungen. Hier stehen Sie nicht mehr unter dem Schutz der deutschen Bajonette! Bist du auf einmal übergeschnappt? Du bist still und setzt Sie an Steuer. Und Sie setzen sich daneben und keine verdächtige Bewegung, sonst knall ich Sie ab wie einen tollwütigen Hund. Ihre Papiere. Na los, hopp, hopp, hopp. Komm, steig ein. Tu, was er sagt, er kriegt das fertig. Dieser Pétain ist ihm wohl in den Kopf gestiegen. Und damit ist Schluss mit Bill Stevens. Ja, wenn das deine Auffassung von Waffenstillstand ist, dann danke sehr. Was haben Sie eigentlich mit mir vor, Obrist? Ich bringe Sie zu Major Debras nach Toulouse. Auch ein großer Patriot. Dann werden Sie erst mal sehen, wozu Patrioten fähig sind. Er wird Sie erschießen, wenn er erfährt, dass Sie ein Spion des Feindes sind. Welcher Feind? Und England? Ha, und England? Wer sagt mir denn, dass Sie nicht auch im Dienst Englands stehen, was? Bei Ihnen bin ich auf alles gefasst. Die Engländer sind unsere Erbfeinde. Haben Sie etwa geglaubt, wir sind besiegt? Wir können gar nicht besiegt werden. Niemals. Es lebe Frankreich, Frankreich über alles. Auf nach Toulouse, Frankreich ruft uns. Sagen Sie, Herr Lieven, wer ist nun Wächter und wer Gefangener? Wer fährt hier und wer wird gefahren? Und wo bitte sind die Gefahren? Und wie fährt man ihnen am besten aus dem Weg? Ja, Wege gibt es viele. Paris, Vichy. Aber was Sie suchen, ist ja ein Ausweg, nicht wahr? Gibt es denn keinen dritten Weg mehr? Vorwärts, vorwärts. Sie stellen sich da in die Ecke. Du bleibst hier.